ist oder zu Unrecht bei uns ist, heißt es, ne, geh wieder. Und dann bekommen die vom Staat einen kostenlosen Anwalt zur Seite gestellt. Das geht bei uns jetzt momentan eben gerade rum. Es sind dann Unterschriften sammeln, dass eben nicht mehr so ist. Kriegen die alle einen Anwalt, der dann Anspruch erheben kann. Das geht dann nochmal 2-3 Monate, wo diese Flüchtlinge aber nicht arbeiten dürfen, rechtlich gesehen. Also, wenn ich falsch liege irgendwo, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin politisch nicht so auf dem Damm. Kriegen die halt, können die, dürfen die halt in dieser Zeit nicht arbeiten. Das heißt, die liegen uns Bürgern auf der Tasche. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich denke, viele Flüchtlinge wollen auch arbeiten, wollen etwas dafür tun, dass sie eben bleiben dürfen. Ich finde es auch völlig okay. Ich meine, diese Flüchtlinge sind nicht hier aus Spaß an der Freude. Die sind da, weil ihre Heimat zerbombt wird. In Syrien oder wo auch immer, wo jetzt gerade IS rumläuft. Die sind nicht aus Spaß hier. Das muss man auch mal sehen. Also ich finde nicht okay, wenn man hingeht und sagt, ja, jeder Flüchtling, verpisst euch, wir wollen euch hier nicht. Ist arschkalt, ne? By the way. Ja, eben. Wenn man jedem sagt, hier, geh wieder, wir hassen dich, wir mögen euch hier nicht. Das kann man, finde ich, auch nicht sagen, weil, wie gesagt, die sind nicht hier aus Spaß, die sind hier, weil ihre Heimat zerbombt wird. Wenn bei uns Schweiz oder Deutschland verbombt würde von, weiß auch nicht, ein paar dahergelaufenen Geisteskranken, dann, ja, ich habe schon letztens auf Facebook einen Artikel von einem hirnlosen Typen gelesen, ja, von wegen unehrenhaft, man soll sein Land verteidigen und so weiter. Wenn du Familie hast, du hast Frau, Kinder, was würdet ihr machen? Schreibt es mir in die Kommentare, was würdet ihr machen? Würdet ihr bleiben und das Leben eurer Familie aufs Spiel setzen, nur damit ihr euer Land verteidigen könnt? Oder würdet ihr die Flucht ergreifen, abhauen mit allem, was ihr habt oder eben nicht habt, und irgendwo euch in Sicherheit bringen, euch und eure Familie? Oder woanders arbeiten oder woanders hingehen, damit ihr arbeiten könnt, Geld für die Familie erarbeiten. Ich persönlich sehe es so, ich würde meine Sachen packen und die Familie alles mitnehmen, weil ich habe keinen Bock, selber drauf zu gehen. Meine persönliche Meinung, ich habe keinen Bock, drauf zu gehen und dass meine Familie dafür sterben muss. Ja, wir können hier nicht viel machen, aber ich rede jetzt einfach ein bisschen. Das ist meine Meinung. Also, ne? Die sind nicht aus Spaß hier. Deshalb, ich find's nicht okay, wenn man denen alles in den Arsch steckt, wenn man hier alles vorkaut und da nimmt. Weil nochmal zurück zu unserem Thema, was mit dem Anwalt und so ist. Wenn das Schweizer Gericht das wieder verneint, dann können die Flüchtlinge das nochmal weiterziehen an den Europäischen Gerichtshof und der lässt sich ja mal, sagen wir mal so, ein bisschen Zeit. Das geht dann nochmal 2-3 Jahre und auch in dieser Zeit dürfen diese Flüchtlinge nicht arbeiten. Das. Hallo? Meine, wir füttern die durch, wir arbeiten taglang. Ich arbeite 40 Stunden die Woche, wenn nicht länger, damit ich mich halt finanzieren kann, damit ich ein bisschen leben kann. Und dann sitzt der die ganze Zeit rum, kriegt alles in den Arsch gesteckt und muss nichts tun. Ich meine, ich würde auch gerne den ganzen Tag hier Let's Plays aufnehmen und schneiden und so weiter, damit ihr 10.000 Videos pro Tag bekommt, aber kann ich halt nicht, weil ich arbeiten muss. Klar, viele würden wahrscheinlich gerne auch arbeiten, können, dürfen es nur nicht, weil eben, sie dürfen nicht arbeiten, das finde ich ja der Obergipfel. Sie dürfen nicht arbeiten. Ganz gleich, wir können jetzt trotzdem mal noch ins Krankenhaus mal schauen. Ja, mein Schweizer Dialekt kommt wieder durch. Oder wir bleiben. Können eh nichts tun. Haben eh praktisch alles geplündert. Gehen wir schon nach dem Krankenhaus. Eben, also ich finde, die sollten, wenn sie hier schon sein wollen und bleiben wollen,
sollen sie auch ein bisschen arbeiten, auch was tun dafür. Weil es ist halt nicht alles kostenlos, es ist nicht alles gratis. Deshalb finde ich, sollten die auch ein bisschen arbeiten. Was helfen? Okay. Ja. Ja, nein, da nicht. Genau, aber wer, ich finde, wer Hilfe sucht und diese auch benötigt, sprich eben, wenn deren Haus zerbombt wurde oder wenn, ja, ihr wisst alle, wie die Lage momentan ist da unten in Syrien und so weiter, wenn die da leben und hierher kommen, weil sie halt keine Lust haben abzukratzen, das verstehe ich auch, das ist ein normaler Schutzreflex eines jeden Menschen, sollen die auch hierher kommen dürfen. Das finde ich völlig okay, weil niemand kann mir erzählen, dass er freiwillig irgendwo rumstehen würde und abkratzen würde, nur damit er ja, sein Land verteidigen kann. Das ist der Obergipfel. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja, deshalb, wer Hilfe verlangt und diese auch benötigt, soll diese schon bekommen, finde ich. Deshalb finde ich es der Obergipfel, dass die EU, wir sind ja kein Teil der EU, nebenbei, die Schweiz, dass die EU das nicht hinbekommt, diese Flüchtlinge fair auf die Länder zu verteilen. Ein Flugzeug mit 12 Flüchtlingen ist auf Schweden oder was geflogen. 12! Wie groß ist Schweden? Und wie groß ist im Vergleich nochmal die Schweiz? Und wir haben jetzt schon einen Rekord erreicht. Und wir haben noch nicht Dezember, wir haben... Das ist November? Quatsch, Oktober, Mitte Oktober. Jetzt schon Rekord hoch an Asylanträgen erreicht. Das werden ein paar Tausende sein. Und da schicken die 12 nach Schweden? Wollt ihr mich verarschen, Leute? Packt einen Flieger voll und 2, 3 und ab nach Schweden. Ich meine, die haben... Ich weiß nicht, wie es in Schweden ist. Aber ich denke, die haben Platz. Bisschen mehr als wir. Das finde ich nicht okay. Das, ja, dass halt die Verteilung dieser Flüchtlinge nicht funktioniert. Das müsste viel reibungsloser funktionieren. Gerade... Ja, weil ich behaupte jetzt einfach mal, wenn diese Verteilung funktionieren würde, hätten wir viel weniger Probleme und viel weniger Hass auf diese Leute. Weil ich verstehe jeden, der sich darüber aufregt, dass die uns auf der Tasche liegen. Ich verstehe jeden. Finde ich auch nicht okay. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ob diese Flüchtlinge dann auch nicht arbeiten dürfen. Als ich das erstmal gehört habe, bin ich fast an der Decke gegangen. Aber, ja, ich finde, wer Hilfe braucht, soll diese auch bekommen. Ich persönlich, die wollten ja bei uns, Ängste und Politik hat so eine Schnapsidee. Jeder Haushalt soll 1, 2 Flüchtlinge aufnehmen. Habt ihr einen Schaden? Ganz im Ernst? War eure Schaukel als Kind zu nah an der Wand gestanden oder was? Denkt ihr, jeder Schweizer Haushalt will 1, 2 Flüchtlinge aufnehmen? Klar, es gibt jene, die das machen. Ich kenne auch jemanden, die haben ein kleines Mädchen aufgenommen. Glaube ich, als Pflege, also eine Art Pflegefamilie, wo es tagsüber ist. Das Mädchen, das ist traumatisiert, das hat einen Knacks in der Birne. Das ist nicht mehr ganz, ne? Und also ich persönlich habe keinen Bock, jemanden aufzunehmen, der vielleicht mal durchdreht. Ganz ehrlich, keine Lust. Und eben auch schon, dass wir das noch aus eigener Tasche finanzieren müssen. So viel. Wie gesagt, ich bin politisch nicht so auf dem Damm. Wenn ich irgendwas Falsches sage, schreibt es mir in die Kommentare. Bin ich gern bereit, das zuzugeben, dass ich da falsch gelegen habe. Aber
muss man auch selbst, so wie ich es mitbekommen habe, muss man das auch selbst finanzieren und alles. Und, oh! Das finde ich nicht okay. Ich finde, jeder, der hier bleiben will, oh, wir müssen passieren. Junge, welchen Teil von Rennen hast du nicht verstanden? Ja. Und was ich auch völlig daneben fand von der Merkel, ersten Moment, ja, kommt alle, wir lassen unsere Tore offen. Bei uns seid ihr willkommen. Stehen sie vor der Grenze. Oh nein, ihr seid zu viele, euch wollen wir nicht. Sagt doch gleich, sie bleibt zu Hause. Weil dann haben die Leute die Hoffnung, ja, in Deutschland, wenn wir angenommen die... Was? Ich glaube, es wird Zeit, den Ofen anzufeuern. Ja, wenn man dann halt sagt, ja, hier, kommt zu uns, ihr kriegt, bei uns, kriegt ihr Zuflucht und alles. Und dann ist nicht. Ich meine, sorry, wie verarscht muss sich dieser arme Typ fühlen, wenn er herkommt, in der Hoffnung, ja, ich kann jetzt dann hier bleiben, hier bin ich sicher. Und dann steht so eine Tante an der Grenze und sagt, nee, jetzt doch nicht. Keine Lust mehr. Völlig daneben. Also wie gesagt, ich kann die ganzen Leute, die hinstehen und sagen, ja, scheiß Asylanten und so, nicht... Einerseits kann ich es verstehen, andererseits auch nicht. Wie gesagt, die sind nicht ohne Grund hier. Die sind nicht hier, weil es ihnen Spaß macht. Die sind hier, weil sie überleben wollen. Weil sie irgendwann ein Gefühl einschlafen müssen, halt auf einer Bombe zu erwachen. Oder gar nicht mehr zu erwachen. Da verstehe ich jeden, der das Weite sucht und einen Schutz sucht woanders. Hi. Mal gucken, was wir handeln können. Deshalb, ja. Die Hilfe brauchen. Ich bin nicht neu hier. Hallo Nachbar, ich bin nicht von hier, oder? Du bist nicht von hier, oder? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass eines der Häuser in der Nähe verlassen ist. Die Agentüber haben die Stadt verlassen. Was noch, wenn du mir hilfst, reinzukommen? Können wir etwas wert von uns finden? Was sagst du dazu? Warte eine Sekunde, weil Katja will ich nicht mitschicken. Man schickt keine Frau mit einem Mann, fremden Mann mit. Auch wenn er müde ist. Roman, geh mal mit. Der ich am wenigsten mag. Es ist kalt. Okay, dann müssen wir mal den Ofen einheizen. Was sagst du dazu? Ja. Ja, weil, wie ich es verstanden habe, bekomme ich hier was ab dafür. Ja, eben, die ganzen Asylbewerber sind nicht nur Spaß und Freude hier, die brauchen Zuflucht, brauchen Hilfe. Und deshalb finde ich es nicht okay, wenn man hinsteht und sagt, ja, scheiß Asylbewerber, geht wieder heim, würden sie ja gerne. Also ich spreche jetzt für den Mehrheit. Klar gibt es die hier bleiben wollen. Aber ich denke, die Mehrheit würde gerne wieder zu Hause, weil es braucht enorm viel, bis ein Mensch sein geliebtes Zuhause verlässt. Und, ja, deshalb denke ich, die sind nicht ohne Grund hier. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ich bin ja weder links, eigentlich weder links noch rechts, ein bisschen Mittelmaß, ist politisch jetzt angeordnet. Man sollte jedem Hilfe gewähren, der Hilfe braucht. Aber nicht alles mundgerecht in den Arsch stecken. Weil, ja, jedes Land muss ein bisschen auf die Finanzen achten. Und ja,
fühlt sich jeder Bürger verarscht, wenn hier so ein jemand, der 2 Tage in einem Land ist, kriegt alles, kriegt Wohnung, kriegt Geld, kriegt Essen, kriegt alles in den Arsch gesteckt. Und wir arbeiten den ganzen Tag dafür, dass wir uns das eben leisten können, dass wir eine Wohnung haben, ein Haus, ein Auto, vielleicht ein möglichst schönes Auto, eine Familie unterhalten können, essen können. Ich meine, wir müssen uns auch anpassen, wenn wir halt nicht so viel verdienen, können wir halt nicht jeden Abend Pferdefilet mit Trüffeln essen. Keine Ahnung. Da müssen wir halt auch irgendwie so aus dem... Nicht, dass Aldi oder Lidl schlecht werden. Überhaupt nicht. Wir gehen auch da einkaufen. Aus dem Lidl so ein günstiges Fleisch halt oder günstiges Essen halt kaufen, weil wir uns das uns nicht leisten können. Wir müssen uns auch anpassen. Und da finde ich es nicht okay, wenn man hingeht und den alles in den Arsch steckt. Ja. Aber ich finde auch, das hat es vielleicht weniger mit Flüchtlingen zu tun, sondern generell mit Personen mit Migration.